Was bisher geschah in Age of Empires Divinity Edition. So. Unsere Türme. Oh. Weg, 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 weg. Idioten. Schon wieder alles Idioten. Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Age of Empires The Divinity Edition. Ich will hier nur eben kurz was verändern, dann bin ich auch glücklicher. So, der Nährheit stoppt, da muss ich noch was hinmachen. So, dann noch. Das, so. Jetzt freue ich mich, sieht das schön aus, danke. Gut, die halten uns auf. Hallo Mollilein. Na du rolliges etwas, bist ja immer noch rollig. Gut. Unsere Angriffe sind mittlerweile nach oben gedrungen. Und der Feind gibt uns Druck. Aber richtig. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, hier erforschen die Katapultrieme, machen hier noch drei davon, die wir hier vorne hinsetzen. Ihr seid am Pischen, das ist schön. Ihr könntet einfach mal Holz hacken. Und du könntest mir hier unten mal einen Hafen bauen, damit die nicht mehr so weit laufen fahren müssen. So, ihr beide geht jetzt da noch hin. Dann macht mir noch mal zwei. Sind hier noch drauf. So. Und danach macht ihr mir jeweils zwei Katapulte. Dann ist das Ding nämlich voll hier. Gut. Ihr könnt weiter dann eine schöne Blockade bauen. Ihr könnt die Blockade auch ein bisschen nach vorne setzen. So. Das heißt, du dahin, du dahin, du dahin, dahin und du dahin. Da haben wir schon mal eine schönere Blockade. Das läuft ja so. Schweres Kriegsschiff, das könnten wir sogar tatsächlich. Wir könnten da schon mal vier von gebaut werden. Ja, ihr vier könnt schon mal in das Schiffchen. Fehlen uns noch zwei. Werden hier noch weiter schön. Gepiesackt. So. So, da kommt das zweite. So, du kannst jetzt erstmal
Das ist dein fucking Ernst, dass du... Und die sind da, das bedeutet, genau, ihr könntet die jetzt genau da abladen. Ja, ja, mach ich meine Türme kaputt. Ist ein Vieh. Aber das wird dir noch teuer zu stehen gekommen. Hier kommen gleich zwei faire Kriegsschiffe. Und die sind nicht mehr so lustig. Kerl. Nicht genug Platz zum Entladen ist das. So, Steuerung 1. Steuerung 2, gut. Genau, da war ein Turm. Bedeutet, du erledigst den Turm. Oder ihr erledigt. Nein! Oh, seid ihr dumm! Beweg dich! Der nächste, der kaputt tot ist. Dass ich mich ja von dummen Katapulten herleiten lasse. So. Weiter aufräumen. So, wo sind die verdammten Priester? Ich habe da schon wieder einen gesehen. Einen gehört sogar. Was führt das? Genau das hasse ich. Die sind verloren. Das wird nichts. Vier, fünf, sechs, acht, neun,
1, 2, 3. Ich meine, die ganzen Türme, die hier am Wasser sind, ey, das ist ja unglaublich. So, das läuft ja schon mal. Nieder mit dem Dorfbewohner. Soll den verdammten Turm jetzt weg. So, wenn wir hier vorne dann landen können, haben wir eigentlich schon relativ gut gehandelt. Wenn wir irgendwo auch noch diesen Tempel finden, ne, dann bringe ich diesen Tempel auch erst immer platt. So. Weiter geht's. Ihr braucht da jetzt nicht kleine Häuser angreifen. So. Ich finde, meine Maus war gerade ein bisschen zu langsam. So. Erledigt dieses Türmchen da. Dieses Mini-Türmchen. So. Das ist der Turm dann weg und dann wird auch gleich der Hafen zerstört. Weil mit seinem Feuergeilern geht er mir gewaltig auf den Sack. So. Die im Dorf wollen nichts zu tun haben. Lasst euch doch nicht da. Hi. Genau, der hat auch nichts zu tun. Er geht da in Holz. Habt ihr nichts zu tun? Hier, da, guck mal. So. So, das ist jetzt was anderes. So, jetzt können wir... Weg mit dir. Sehr schön. Wo ist jetzt mein Transportschiff? Was steht da oben noch? Achso. So, zwei kann noch rein. Das war's. Und die setzt du jetzt hier ab. Und dann wird Rambazamba gemacht.
So, jetzt ist vorbei. So. Läuft alles an bis dahin. Da ist die Waffe spiele, natürlich. Natürlich ist da die Waffe spiele. Aber jetzt hat die Frau Königin verloren. Mich hier eingefallen und nicht gerade mehr da unten. Da ist der Tempel. Ja, warum gehst du denn auch so nah an den scheiß Ding dran? Nenn ich Dummheit. So, das läuft wie geschmiert. So, müssen wir nur noch ins Landesinnere gehen. Aha. Aha, wo lauft ihr denn noch hin? Was habt ihr hier? So, haben wir das jetzt erledigt. Ihr habt hier doch noch was versteckt. Mit Sicherheit habt ihr noch was versteckt. Dann habt ihr euch da wieder was gebaut. In die KI baut sich immer irgendwas. Zerstöre Königin Zenobia. Und wenn ihr jetzt irgendwo hier noch Land habt, dann raste ich aus. Da unten ist nichts mehr. Habe ich nachgeguckt. Hier ist nichts mehr. Warum meine Dorfwohner denn hier? Alter, warum ist denn jetzt hier die...
So. Bone. Erectus. Evo Tade. Ich wundere mich, dass die Alemannen mich nicht angreifen. Ah. Wir haben jetzt zwei Dorf. Lagergruben und alles? Ja. Eine Türmchen. Ich zieh mich jetzt vergackeiern. Wo ist denn dies? Ich hab die. Hier muss irgendwo noch was versteckt sein. Das kann man mir nicht sagen, dass das nicht so ist. Weil die Zeit ist schon wieder oben und wir haben nicht das Ziel erreicht. Ich störe die Königin. Keins, besiegen Sie die Palmyra. Ach, ich muss alle besiegen. Oh, die Königin noch Einheiten. Lass mich raten, die sind hier irgendwo versteckt. Aber die Königin Zenobia habe ich hier besiegt. Aber sie ist ja anscheinend noch da. Weil hier auf der Insel ist ja nichts mehr. Ja, meine lieben Freunde, wir werden in der nächsten Folge mal gucken, was hier so abgeht. Weil das kann ja nicht sein, dass hier alles noch voll sitzt. In Sachen Einheiten. Wo sind eigentlich meine Einheiten, die ich gerade geschickt habe? Da sind drei. Wo ist der vierte denn? Da. Der läuft erstmal gegen die Wand. Na gut, wir können doch eben einmal gucken, was sich so da hinten verwirkt, so ein bisschen. Weil die kleinen Türmchen da, das ist. Schnell entschieden. Und wenn ich da noch Einheiten der Königin sehe gleich, dann ist das nicht schlecht. Aber hier ist wirklich nichts mehr. Hier sind auch keine Einheiten. Ich weiß auch gar nicht, was die Alemannen hier gemacht haben. Hier hat nichts hier. Der hat eine Lagergrube, der hat zwei, vier Türme. Und das war's. Aber sonst sehe ich hier nichts.
Besondere Angriff. So, die Alemannen sind besiegt. Ihr habt euren Spaß, macht das mal eben. So, wo ist... Wo hat die Königin noch was versteckt? Wir haben die Alemannen besiegt, die Gatea sind besiegt. Ja, sis. Ich will das jetzt wissen, auch wenn das jetzt alles hier ein bisschen länger dauert. Da ist nichts Besonderes mehr, ne? Wir haben noch zwei Langschwertkämpfer, die wir da oben hinschicken können, aber ich glaube nicht, dass da noch was ist. Geh da in die Ecke rein, ich weiß es sonst nicht. Die haben sich hier gerade ausgetobt. Da unten in der Ecke ist es auch nicht. Das macht für mich gerade voll keinen Sinn. Warum diese Aufgabe noch nicht beendet ist. Die Alemannen sind besiegt, weil sie keine Gebäude mehr haben, wo sie Truppen bauen können, oder sie Anlagen haben, die was angreifen. Tut mir leid, ich will das jetzt hier beenden. Also ich will am liebsten jetzt dieses ganze Etwas hier beenden. Nicht dein Ernst! Dass da ein... Jedes kleine Pitzel! Warum versteckt er sich da in der Ecke? Erfolg. Aufgrund ihres kriegerischen und militärischen Könns als Kaiser haben sie ihre Kontrolle über die Provinzen wiederhergestellt und das Imperium vor dessen Untergang bewahrt. Der Senat und das Volk jubeln aufgrund ihres umfassenden Sieges über die Palmyrer, Alemannen und Getäer. Obwohl es von Zeit zu Zeit weiterhin germanische Überfälle geben kann, wurde die Sicherheit der Grenzen beträchtlich verbessert. Machen Sie sich für Ihren Triumphzug durch Rom bereit, bei dem Sie die besiegte Zenobia präsentieren und in den Straßen zur Schau stellen. Ja, Eine Riesen. Neue und furchterregende... So, der Vormarsch der Hunnen, meine Freunde. Und das werden wir in der nächsten Folge angehen. Und, ja, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch mal gefallen. Dass er sich da unten in der Ecke versteckt hat, das ist unglaublich. Also, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne eine Bewertung da oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt könnt ihr gerne über mir mein Hauptprojekt Gothic 2, die Nacht des Raben, euch anschauen. Die letzte Folge wird euch alle angezeigt. Und natürlich könnt ihr hier links von mir die Playlist zu Age of Empires, die Divinity Edition euch anschauen, falls ihr noch ein paar Folgen nachschauen wollt. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich tschüdelö, haut rein, ich bin Herz und bis dann.